Hallöchen, meine lieben Freunde der gepflegten Telefonunterhaltung. Ich habe euch wieder eine Kakerlakenparty mitgebracht. Also ihr hört heute nichts Neues, sondern die gesammelten Anrufe aus der vergangenen Woche, nur eben ohne meine ganzen Einsprecher dazwischen. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung mit diesen einzelnen Telefonteilen aus der vergangenen Woche. Doch zuerst, falls noch nicht geschehen, wäre es ganz nett, wenn du den Kanal abonnierst. Am besten gleich mit Glocke, weil dann verpasst du auch in Zukunft kein weiteres Video mehr. Haben Sie eine Anmeldung bei uns gemacht und deswegen melde ich mich gerade. So, ja, Sie haben sich eine Anmeldung über den Werbungsseite Bitcoin Code, das unsere Werbung ist. Aha. Und nun? Wie bitte? Ja, was möchten Sie denn? Ich möchte Ihnen darüber weiter informieren, wie das geht. Wie was geht? Den Online-Handels. Was denn für Online? Ich verstehe den Grund Ihres Anrufs nicht. Also, ich rufe Ihnen an, weil Sie eine Anmeldung bei uns gemacht haben. Aha. Ja, und deswegen rufe ich Ihnen an, um Ihnen zu fragen, ob Sie darüber irgendwelche Info gekriegt haben, wie das funktioniert und nee. ob Sie schon irgendwo investiert haben. Nee, habe ich keine Infos bekommen. Nee, also ich wüsste jetzt auch nicht, was ich mit Ihnen zu tun habe. Okay, kein Problem. Ich werde Ihnen mal darüber erzählen, wie das funktioniert. Hören Sie mich? Ja, ich warte, dass Sie erzählen. Sie wollten ja was sagen. Gut, also Sie werden einfach Ihr Online-Handelskonto aktivieren. Also das Konto wird auf Ihrem Namen sein, werden Sie Ihre Kontonummer haben. Also das Konto ist gleich wie ein Online-Banking-Konto. Also können Sie Einzahlung, Auszahlung, haben Sie einfach alle den Möglichkeiten. Und sobald Sie dein Konto aktiviert haben, werden Sie an Ihrer Verfügung einen Finanzberater haben. Das bedeutet, der Finanzberater wird das ganze Arbeit für Sie tun, also den Finanzplan stellen, damit Sie Profit erreichen können. Und natürlich, Sie können mit dem Finanzberater jederzeit telefonieren und darüber fragen, wie es läuft, wie viel Profite Sie erreicht haben, wann Sie eine Auszahlung machen wollen und so weiter. Aha. Aber ich habe jetzt noch nicht so richtig verstanden, wie ich da zu Ihnen komme. Wie bitte? Ich sage, ich habe jetzt noch nicht so richtig verstanden, wie ich da zu Ihnen komme. Sie haben einfach eine Werbung auf Internet geschaut, den Werbung Bitcoin Code geschaut und haben Sie bei der Werbung drauf angeklickt und haben Sie dort Ihren Name, Nachname, dieses Handynummer und Ihre E-Mail-Adresse auch drauf gegeben. Und so haben Sie sich eine Anmeldung bei uns gemacht. Aha, wann habe ich denn das gemacht? Ganz kurz. Ich kann es Ihnen jetzt nicht genau sagen, wann, aber es kann sein vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten. Also Sie haben da meine Daten, aber wissen nicht, woher die sind und wann das zustande gekommen ist. Also wie gesagt, ich weiß es nicht, wann Sie genau die Anmeldung gemacht haben. Ich muss da noch nachschauen, wann Sie sich angemeldet haben, wann dann Ihre Anmeldung gekommen ist. Ja, dann gucken Sie da mal nach. Haben Sie nur eine Minute Augenblick? Mhm. Ja, hören Sie mich? Ja. Das war schon um 13.10. Am 13.10. Keine Ahnung. Also letztes Monat, Oktober. Aha. Und warum rufen Sie da jetzt genau an? Das habe ich auch nicht verstanden. Weil jetzt habe ich Zeit, um Ihnen zu anrufen. Weil ich kann nicht denn jeder Kunde anrufen, der sobald bei uns anmeldet. Weil Sie sind nicht der einzige Kunde, der bei uns anmeldet. Also ich habe jedes Monat 4.000 Kunden, die bei uns anmelden. Und ich kann die nicht alles anrufen, sobald die dann Anmeldung gemacht haben. Ja, aber das war ja nicht die Frage. Die Frage war ja, warum Sie anrufen. Warum rufe ich Ihnen an? Ja.
Wegen der Anmeldung, die Sie bei uns gemacht haben, Sie haben darüber Interesse im Online-Handeln gezeigt, um eine Online-Investition zu anfangen über Kryptowaluten. Aber das heißt ja nicht automatisch, dass ich Interesse an einem Anruf habe. Wie bitte? Ich sage, das heißt ja nicht, dass ich Interesse an einem Telefonat habe. Also, wie wollen Sie denn Ihre Online-Handelskonto aktivieren, wenn Sie nicht mit mir sprechen? Ja, ich wüsste gar nicht, wozu ich das überhaupt aktivieren soll. Schauen Sie mal, also, Sie haben die Anmeldung sich selber bei uns gemacht, okay? Mit dem Namen Ali Mente, dieses Handynummer und mit der E-Mail-Adresse ali.mente@mdccvun.de. Richtig? Aha. Ja, aber ich, wie gesagt, ich verstehe aber den Grund Ihres Anrufs da jetzt nicht. Also wozu ich jetzt da... Ich rufe Ihnen an. Mein Gott, ist es so schwer zu verstehen. Ich rufe Ihnen an, weil Sie eine Anmeldung bei uns gemacht haben. Ja, müssen Sie ja nicht gleich unfreundlich werden und rumbrüllen am Telefon. Gibt Ihnen ja da jetzt nicht, keinen Grund dazu. Ich bin nicht unfreundlich, aber doch, Sie bin ich sagen schon, jetzt, wenn Sie da rumbrüllen. Also, Sie sagen jedes Mal das Gleiche. Wieso rufen Sie mir jetzt an? Auf welchem Grund? Habe ich Ihnen schon erklärt, den Grund ist... Ja, aber ist, habe ich ja nicht verstanden. Den Grund ist wegen der Anmeldung, dass Sie selber bei uns gemacht haben. Ganz einfach, ganz logisch. Na, aber warum rufen Sie denn wegen der Anmeldung an? Das verstehe ich jetzt auch nicht. Warum muss man denn da anrufen und telefonieren? Ich rufe den Leuten an, die sich bei uns angemeldet haben. Ich rufe nicht den Leuten so einfach in Luft an und... Ja, aber warum rufen Sie da an? Wozu ist das nötig? Weil Sie eine Anmeldung bei uns gemacht haben. Ja, aber wenn ich mich bei Amazon oder so anmelde, dann ruft doch danach auch keiner an. Aber beim Amazon, es geht um Online-Bestellen und nicht beim Online-Investieren. Das sind zwei verschiedene Sachen. Aha. Ja, und warum muss man da jetzt bei Ihnen dann zurückrufen? Das habe ich jetzt noch nicht verstanden, den Grund, was das jetzt ausgelöst hat. Dass da so ein Gespräch nötig wird, das habe ich jetzt nicht verstanden. Was haben Sie nicht verstanden? Naja, was jetzt, also warum man da jetzt telefonieren muss, nur weil ich mich angemeldet habe, das ist ja keine Begründung. Was erfordert dann jetzt das Gespräch? Das verstehe ich nicht. Ich habe Ihnen jetzt angerufen, um Ihnen weiter ein paar Informationen über Online-Handeln geben kann und Ihnen auch dazu helfen, um Ihre Online-Handelskonto zu aktivieren, wenn Sie eine Investition über Kryptowaluten anfangen wollen. Ganz einfach. Ach so. Mhm. Also, sind Sie darüber interessiert, um eine Investition zu anfangen und dort Profite zu bekommen, ja oder nein? Da habe ich mir noch keine Gedanken zu gemacht, weil ich wusste jetzt nicht, dass da einer anruft. Habe ich nicht mitgerechnet. Also, wenn Sie wollen, können wir mal den Online-Handelsplattformen selber schauen, also den Konto, wie das aussieht und wie Sie dort eine Auszahlung machen können und alles so weiter. Aha. Und was habe ich da von so einem Konto? Was macht man da? Das ist ein Konto. Das Konto wird auf Ihrem Namen sein und werden Sie Ihre Kontonummer haben. Ja, wozu denn? Wozu brauche ich denn das? Ja. Ich habe doch schon ein Konto. Also, Sie werden dort investieren. Investieren? Und werden Sie eine Finanzberater haben, wo der den Finanzplan für Ihnen stellen wird und beim Online-Handeln investieren. Also, über Kryptowaluten, Kryptowährung. Und mit das Geld, was Sie dort investieren, auf jeden Fall werden Sie Profite erreichen. Und aha, das Profite werden in Ihrem Konto sein, auf Ihrem Namen. Und Sie können von dieses Online-Handelskonto eine Auszahlung machen und dann das Geld an Ihre Bankkonto zu senden. Also zum Beispiel, wenn Sie heute 100 Euro Profit gemacht haben, wollen Sie Geld haben, einfach Auszahlung beim Online-Handelskonto. Jetzt höre ich Sie nicht mehr. Es hat da im Hintergrund geklatscht und dann haben Sie nichts mehr gesagt. Seitdem sind Sie still. Sind Sie noch da? Hallo? Ja. Hallo? Warum haben Sie denn Ihr Mikrofon ausgemacht? Jetzt klatscht es schon wieder im Hintergrund. Warum klatscht es denn da? Wozu dient das? Hallo? Ja, wozu dient denn das Klatschen im Hintergrund? Hallo, hören Sie mich?
Ja, ich höre Sie. Die Frage war, wozu dient dann der Beifall da im Hintergrund? Wozu ist denn das gut? Ich könnte Ihnen nicht mehr hören. Na, Sie haben das Mikrofon ausgemacht. Nein. Also, doch, wie gesagt... Da war ja erst Beifall und dann haben Sie das Mikrofon ausgemacht. Warum haben Sie denn jetzt bei dem Beifall das Mikrofon ausgemacht? Es war irgendwie laut und konnte ihn nicht mehr hören. Das war ja Beifall bei Ihnen. Die Leute haben ja geklatscht. Warum klatschen denn da die Leute im Hintergrund? Was für Leute im Hintergrund? Na, die ganzen anderen Leute, die man da hört, die haben gerade geklatscht. Ich verstehe Ihnen jetzt nicht, was Sie weitermachen wollen. Also, na, da hatten doch Leute im Hintergrund bei Ihnen geklatscht. Warum haben die denn geklatscht? Was denn da los? Das geht Ihnen überhaupt sogar nicht an. Ach so, jetzt sind Sie gleich wieder unfreundlich, nur wenn man eine Frage stellt. Ich bin nicht unfreundlich. Sie können so viel Frage stellen, so wie Sie wollen. Ja? Und ich habe Sie gefragt, warum die Leute da im Hintergrund geklatscht haben. Das geht Ihnen nicht überhaupt an. Warum also, nicht? Sie können da gerade wieder jemanden beschissen? Wurde gerade jemand betrogen? Ja? Haben Sie Erfolg gehabt, jemanden 250 Euro zu ergaunern? Ja? Was reden Sie denn? Nur die Wahrheit. Was für Wahrheit? Wo sind Sie so gelernt, ja? Ja. Hat da ein Kollege jemanden betrogen, ja? Hat er wieder Geld ergaunert? Halt mal in Ihrem Mund, ja? Sie können jetzt sind wir wieder unfreundlich, nicht. Ja? Sie können... Mit ja, unfreundlich kennst du dich aus. Weil Sie halten mal den Mund, okay? Ja? Jetzt halten sind wir wieder mal, unfreundlich, halten oder Sie was? Den Mund. Warum sind Sie denn so unfreundlich? Wenn Sie so zu mir reden, dann... Wenn Sie so zu mir reden, dann... Ist ja kein Grund, unfreundlich zu werden. Ist ja kein Grund, unfreundlich zu werden. Mein Gott. Wie kann man so... Muss man ja nicht gleich ausfeind werden. Man kann ja vernünftig miteinander reden und nicht immer gleich so unfreundlich. Nur weil ihr da jetzt jemanden betrügt, ist das ja kein Grund, dass du mich jetzt beleidigen musst. Das gehört sich ja so nicht. Was für Betrug? Erzählen Sie mir darüber. Was für Betrug reden Sie dann? Naja, über Ihre Firma. Sie betrügen doch die Leute. Sie wollen 250, 500 oder 1000 Euro von den Leuten erklauen. Also Diebstahl. Wir klauen gar nichts, okay? Nee, aber warum haben denn die Leute da im Hintergrund geklatscht? Weil sie gerade jemanden bestohlen haben. Sie haben gerade Geld geklaut. Deswegen haben sie geklatscht. Das ist einfach ein Lied. Ein Lied, natürlich, weil genau, das glaubt man auch, natürlich. Nee, ihr habt gerade jemanden betrogen, das ist ja wirklich gut. Halten Sie mal den Mund. Warum sind Sie immer so unfreundlich? Hat Ihnen keiner beigebracht? Wenn der Kunde redet, muss der Verkäufer den Mund so lange halten, bis der Kunde das erzählen will? Weil Sie nennen mich gerade Betrüger. Nee, ich habe gesagt, Ihre Firma ist Betrug. Ich habe Sie nicht Betrüger genannt. Ich habe gesagt, Ihre Firma ist Betrug. Wenn Sie sagen, Ihre Firma, das bin ich auch da drin, okay? Nee, und Sie sind ja der Mitarbeiter. Und das erlaube ich Ihnen doch gar nicht. Ja, aber das interessiert mich ja nicht, ob du mir das erlaubst oder nicht. Ich nenne dich trotzdem Betrüger. Du bist persönlich ein Betrüger und deine ganze Firma ist kriminell. Und deswegen haben auch die Leute da im Hintergrund geklatscht und deswegen hast du auch das Mikrofon ausgemacht. Und du bist nichts anderes als ein Lügner und du kannst auch nichts anderes, außer die Leute zu beleidigen. Daran sieht man ja, dass du ein Betrüger bist, weil nur Betrüger die Menschen beleidigen am Telefon. Keine normalen Menschen würden jemanden beleidigen. Es beleidigen ausschließlich immer Betrüger. Weil du nichts anderes in deinem Leben gelernt hast, scheinst du ja wirklich auf so ein Callcenter angewiesen zu sein, wo du aus einem Callcenter heraus mit 1000 anderen Leuten andere Menschen betrügen musst. Findest du sowas ist in Ordnung? Ich finde sowas nicht in Ordnung. Ich finde sowas nicht in Ordnung und schaffe ich auch sowas nicht, okay? Ja, aber du bist ja ein Betrüger. Du betrügst ja die Menschen. Du wolltest von mir 250 Euro klauen. Ich wollte von dir kein Geld haben. Na klar, wolltest du Geld haben. Du hast ja von Investitionen geredet. Also brauchst du dich nicht rauslegen. Du brauchst doch nicht die ganze Zeit lügen. Du bist doch ein Lügner. Du bist ein notorischer Lügner. Hören Sie mir mal zu, du kleine Hure. Guck mal, deswegen weiß ich, dass du ein Betrüger bist, weil du so sprichst. Sie dürfen gar nicht so zu mir reden. Ich erlaube Ihnen das nicht. Na und weißt du was? Und du darfst die Leute beleidigen oder was? Was ist denn daran anders? Wenn ich Ihnen jetzt sage, dass Sie dumm sind oder dass Sie behindert sind. Na, aber das trifft ja auf dich zu. Das trifft ja auf dich zu. Es trifft auf dich zu, dass du dumm oder behindert bist, weil du in so einem Callcenter sitzt und nichts anderes in deinem Leben geschafft hast. Du musst Menschen betrügen, um dein Geld zu verdienen. Sowas ist peinlich. Also bist du hier der Dumme.
du kleine Hure, ich hab sowas. Du hast in deinem Leben nichts anderes geschafft, als Menschen zu betrügen. Das ist doch richtig peinlich. Wie tief kann man denn eigentlich sinken? Findest du das gut, auf so einem Niveau dein Geld zu verdienen? Mach doch lieber ehrliche Arbeit, weil das, was du da machst, ist doch einfach nur Schmutz. Ich finde das nicht gut, ist schon in Ordnung. Weil ja, ich finde das auch nicht gut, was du da machst. Weil ich nicht so was schaffe, okay? Soll ich Ihnen das beweisen? Du bist ein Betrüger. Soll ich Ihnen das beweisen? Was werden Sie danach sagen? Was werden Sie danach sagen? Na, wie willst du mir das denn beweisen? Dann beweis es doch, dass du kein Betrüger bist. Also, aber was willst du danach machen? Ich werde jetzt sofort, das Gespräch ist alles angezeichnet und werde ich jetzt sofort, genau. Und jetzt werde ich sofort eine Anzeige über Ihren Namen geben. Der Betrüger will eine Anzeige machen, ist doch lächerlich. Ja, lachen Sie. Bist du peinlich? Du bist so peinlich. Ja, lachen Sie schon. Schauen wir mal. Bist du peinlich? Du schaffst nichts in deinem Leben und dann erzählst du auch noch sowas Peinliches. Weißt du, du weißt doch selbst, dass du keine Anzeige machen kannst. Du rufst aus dem Ausland an und dich kriegt sowieso keiner. Weißt du, das ist doch lächerlich, was du da erzählst. Du sitzt doch nicht mal in Deutschland. Ja. Wen willst du denn anzeigen? Du hast ja nicht mal deinen richtigen Namen. Das ist doch alles nur dämlich, was du da erzählst. Ich bin gerade in Ich finde das so geil, dass du dich noch für schlau hältst. Also schauen wir mal. Bist du peinlich. Schau mal, du Hure, du kleine Hure, ich krieg dich. Ist das geil. Mensch, du verrätst dich die ganze Zeit als Betrüger und merkst es nicht mal, wie peinlich du bist. Weißt du was? Also du bist wirklich lustig, wirklich. Ja, Also das muss man lassen. Du bist wirklich der peinlichste Betrüger, den ich schon seit langem gehört habe. Also du bist wirklich ein armes Lustchen. Eigentlich tust du einem ja sogar leid, wie peinlich du bist. Ich meine, du hast noch nie was in deinem Leben geschafft und dann versuchst du die Leute zu betrügen. Ich finde das so geil. Bist du peinlich? Schönen guten Tag, hier ist das Restaurant zum verfeuerten Hirsch. Wie kann ich helfen? Ja, guten Tag. Hallo. Darf ich mit Peter sprechen, bitte? Herr Peter Zwegert. Herr Zwegert ist am Apparat, ja. Wie kann ich Ihnen helfen? Okay. Herr Zwegert, ich hab's ja auch in Sprachnachricht gelassen, ja. Keine Ahnung, was haben Sie so zugehört. Hier ist ein Weiser, ja. Von Finanzfluss. Kontonalberater bin ich, ja. Wir hätten ein paar Fragen an Sie, ja. Wegen Anlage, private Anlage, also was Sie auch von mir seit der Börse eingebracht. Ja, also ein Trading-Konto, ich bin mir Trading-Konto, also was Sie, ist auch persönlich, ja, selbstständig aktiviert haben. Herr Zwegert. Und was möchten Sie da? Sind Sie noch da?
Ich wollte zuerst Ihnen mitteilen, dass Ihr Trading-Konto ist nicht mehr aktiv ist. Ja? Es wurde abgeschlossen. Ja, Portfolio wurde abgeschlossen. Das heißt? Das heißt, das Handelskonto ist nicht mehr aktiv und das Kapital, das verfügbares Kapital, was auch unter dem Namen, ja, und unter dem Namen wurde mit dem Kapital gehandelt, ist auch momentan eingefroren, ja. Und das Ganze in digitale Vermögens für den Namen Bitcoins zusammengefasst, sagen wir konvertiert, ja, in Bitcoins und befindet sich es in eingefrorenen Zustand. In der Tiefkühltruhe oder was? Wie bitte? In der Tiefkühltruhe haben sie das gelassen. Oder wie muss ich das verstehen? Bitte, können Sie es wiederholen, diesen letzten Satz, haben Sie richtig verstanden, bitte, tut mir leid. Na, einfrieren macht man ja in der Tiefkühltruhe, haben sie das Geld in der Tiefkühltruhe gelegt, oder wie? Ja, es ist nichts mehr umlaufend. Ja, ihr Handelskonto wurde deaktiviert, ja, und deswegen ist das Kapital ist auch in Bitcoins eingefroren. Blockchain. Aber deswegen legt man doch ja Geld nicht in den Kühlschrank. Ah, Kühlschrank. Nein, es befindet sich nicht im Kühlschrank, sondern es befindet jetzt das alles in Blockchain. Aber warum muss man das denn erst einfrieren und dann in eine Blockchain packen? Das kapiere ich auch nicht, dass man das erst einfriert und dann irgendwas anderes damit macht. Herr Zweckert, wissen Sie, es war gewissermaßen erstens, ja, der erste Grund ist das gewesen, das war also gewissermaßen gegen die Vorschritte verstoßen, Handlungsprozess, ja. Sozusagen unter ihrem Namen. Ja, es wurde von irgendwelchen Brokers, verschiedenen Leuten, sag mal, Personen gearbeitet mit dem Handelskonto und auch sozusagen illegale Transaktionen auch unter ihrem Namen gemacht. Also nee, da habe ich nichts mit zu tun. Ja. Illegale Sachen mache ich nicht, habe ich nichts mit zu tun. Da müssen sie sich dann verwählt haben. Nein, das weiß ich, dass Sie es mit einer illegalen Sache nichts zu tun haben, ansonsten hätten wir uns jetzt überhaupt nichts ja, gesprochen. Aha. Das Portfolio war irgendwie automatisch, ja. Also Sie haben jetzt in automatische Software investiert, ja, erinnern Sie noch, ja, Herr Zweckert. Wann haben Sie am letzten mit Ihrem Broker gesprochen? Noch nie. Noch nie? Nee. Okay. Sehen Sie, es ist auch ja, ein bisschen merkwürdig, das Ganze. Ja. Okay, wie auch immer, Herr Zweckert, wir haben jetzt ein abgeschlossenes, ja, aufgelöstes Portfolio. Das ist ein Anlageportfolio, Ihr eigenes. Und da steht auch ein ja, gewisses Summebetrag, das momentan nicht aktiv ist. Das bedeutet eingefroren. Nichts im Kursschrank befindet, sondern ja, es ist nichts mehr umlaufend, das Geld handelt nichts mehr, das Geld arbeitet nichts mehr. Das nennt man auch eingefroren. Und nichts, das in Kühlschrank das ja legen. Eingefroren und während dem Abschluss des solchen Kontos, weil es auf der Kryptobörse war aktiv, ja, konvertieren wir das alles in Bitcoins. Herr Zweckert, Sie wissen, was Bitcoins sind, oder? Ja, das ist so digitales Geld, aber das brauche ich nicht. Ich brauche nur normale Scheine. Sie bekommen es auch nicht. Nein. Sie bekommen auch keine Bitcoins, weil sie sind nicht offiziell Kryptokapitalerträger, sondern ja, normale Anleger. Ja. Deswegen, die Bitcoins wird um Euro gewandelt. Ja, wieder, Herr Zweckert. Und Sie bekommen am Endeffekt das Ganze in Euros. Ja. Und wie viel ist das? Also wenn man das ja das Ganze in Euro rechnet oder interessieren sich, fragen sich jetzt um Bitcoins, die Menge ist die. Na, mit Bitcoin kann ich ja okay, nichts anfangen. Ja, okay, in Euros, okay, gut. So, momentan steht die Preis
ja, Forex, Bitcoin. Einen Moment bitte, ich sag's Ihnen genau, um den Tageskurs, ja, etwas sinkt, ein Stück Bitcoin, es kostet heutzutage 36.900 etwas Euro, also es momentan sinkt, 0,71% wurde gesunken und unter Ihrem Namen ist drei Stück Bitcoins, genau. Herr Zwegert, drei Stück Bitcoins. Ja, also dreimal die 36.000, ja. Und wo kommt das her? 100.000 Euro sowas. Wie bitte? Wo kommt das her, das Geld? Woher kommt es her? Ja. Das, woher kommt es her? Ja. Wissen Sie, unter Ihrem Namen war ein aktives Handlungsprozess. Auf dem gesamten Finanzmarkt, ja. Unter dem Namen war das Kapital nicht nur auf einer Basis oder einem Projekt, sondern in verschiedene Basiswerte diversifiziert. Es war tausende Positionen aktiv und war auch in Altcoin plus. Unter dem Namen, ich meine, 20% war von meinen gesamten Investments in Altcoin-Projekt eingesetzt. Ja, von verschiedenen Projekten und verschiedenen Positionen nach wurde das jetzt unter Ihrem Namen, also die Gewinne erzielt, prozentuell hingesehen, es übersteigt 150% und während dem Abschluss des Handelskontos, Herr Zwegert, wir haben es auch zusammengerechnet, Gewinnsabführungsgebühr, ja, wir haben es auch abgehoben, Bearbeitungsgebühr am Projekt. Ja, das ist auch sämtliche Gebühr, wir haben es auch abgezogen und ja, jetzt bleibt, sagen wir, drei Stück Bitcoins unter Ihrem Namen, ein sauberes Umsatz, ist sogar steuerpflichtfrei, ja, das ist auch gut. Ja, also Sie dürfen jederzeit, ja, also Sie sind jetzt auch irgendwie berechtigt an diesem Betrag, wirtschaftlich auch gesehen, und können Sie jederzeit den Betrag um Euro zu wandeln, ich meine die drei Stück Bitcoins um Euro wandeln und nach Deutschland, an dem geliebten Bank, gewünschte Konto, gutschreiben, ja. Aber ich verstehe noch nicht, wo das Geld herkommt. Also mit dem Handlungen, Prozesse, Projekte, Trading. Wissen Sie, was Trading ist, Herr Zwegert? Also, wo man auf dem Forex und Kryptobörse, ja, und auch den verschiedenen Basis, in dem Rohstoffe, ST500, in dem Amazon, es gibt tausende, zehntausende digitale Vermögenswerte, womit kann man Derivat handeln, auf dem steigenden und fallenden Kurses. Aha. Verstehen Sie? Es gibt Derivat, es ist ein Differenzkontrakt, wird automatisch ein CFD-Trading, das Programm wird eingeschaltet, da gibt es tausende Indikatoren, Software, unter dem wird das ganze Prozess geführt, sagen wir automatisch. So. Also ich sage, es ist ein geliebter Termin, Leistungstermin in diesem Bereich ist jetzt mit dem Roboter, ja, also Roboter, ich trade mit dem Roboter, das alles automatisch läuft und ganze harte Arbeit wird auch unter dem, ja, gewissen Software geführt. Ja. Aber wissen Sie, das ist ein bisschen komisch, weil kein Broker hat ihr Portfolio geführt, also normalerweise der Unternehmer, mit dem man ein Differenz schließt, ja, beziehungsweise das ist man auch ein Konto. Ja, man kriegt jetzt einen Betreuer, sozusagen einen Kontomanager, ein Berater sozusagen. Man wird heutzutage also solche Beruf benannt als Broker. Ja, der oder die führt eigentlich das Portfolio, informiert täglich, schriftlich, was geht, um Positionen nach, um Gewinne und hilft auch dabei,
ja, tägliche, wochenliche, monatliche Basis die Auszahlungen zu machen, ne? Vom Gesamten, zum Beispiel Tagesgewinn, Wochen- und monatliches Gewinn, 20 Euro auszahlen. Ich meine, das Ganze während dem Handelsprozess hilft auch dabei, sag mal Account Manager, so genannt, aber Sie haben keinen Account Manager oder Betreuer oder Ansprechpartner gehabt, ja, verstehe ich richtig? Ja, ich habe ja auch nicht was eingezahlt. Da weiß ich ja nicht, wo das herkommen soll. Sie haben auch nichts einbezahlt? Was meinen Sie damit, bitte? Ich habe nichts bezahlt. Ich habe jetzt Ihre Portfolio kennengelernt, Herr Zwegert. Also seit gestern habe ich eigentlich Ihre Portfolio auf unsere Datenbank angelegt. Ich habe es gesund übernommen. Da war mit einem kleinen, mit einer minimalen Summe eingestiegen, mit 250 Euro. Also vom Anfang war ein Demokonto. Ja, wissen Sie, was bedeutet? Was das bedeutet, nee. Demokonto? Nee. Nee, was also, wenn man jetzt einfach jetzt, ja, sag mal, es gibt jetzt Tausende, über Tausende solche Plattforms, Unternehmer, Online-Bereich. Ja, wo kann man jetzt ein, über den Plattforms nach? Mit einem gewissen Vertrag nach einen direkten Zugang auf den Finanzmarkt zu gehen. Also da registriert man sich, ja, verifiziert ja ein Konto und man steigt jetzt, sagen wir mal, vom Anfang mit einer minimalen Summe, das ist auch minimale Summe ist 150 Euro, entweder man zahlt von seiner eigenen Seite, ja, und verknüpft auch sein eigenes Konto, also damit richtet eine Einkommensquelle sozusagen, oder der Unternehmer, ja, falls der registrierte Person die hat ein Konto, ein Handelskonto, ein Tradingkonto verifiziert und innerhalb in einer Woche zahlt gar nichts, macht kein Deposit, ja, wenigstens ein minimales Deposit, dann macht es jetzt, ja, der Unternehmer selbst. Ja, so, das nennt man auch Demokonto, 250 Euro Einstieg. Und dann startet der Handelsprozess, ja, wird es gewisse Indikator-Software, wird es technisch analysiert, da gibt es wirklich sehr, wirklich sehr leistungsfähige Instrumenten, spezielle Finanzinstrumenten, Indikators, ja, über dem Haus kann man auch das Market ein paar Sekunden schön analysieren und gewisse Prognose irgendwie, ja, nicht so ganz präzise, aber, ja, gewisse Prognose herstellen. Und da braucht man auch einen Kontobetreuermanager, wo, ja, wer kann es auch das Ganze fundamental zusammenfassen, weil, also wenn das Ganze alles auf automatisch basiert, ja, ja, automatische Software sind gut, ja, die analysieren wirklich sehr schnell, die sind gut, aber die können es in Außenfaktoren, geopolitische Situation, wirtschaftliche Realität wahrnehmen, deswegen, ja, ist auch irgendwie Verlustrisiko hoch, groß. Also deswegen braucht man auch einen Experte, einen Mensch, auch mit dem Haus zuverlässige Informationsquelle. Man kann auch fundamental, sagen wir, das Ganze zusammenfassen, analysieren und positionieren. Und da gibt es auch Wirkungen, zahlreiche Vorteile. Ja, womit kann zum Beispiel die beste ist, gehebelte Wirkung, womit kann man die Einsätze bis 20, bis 50 Mal sogar erhöhen und ja, entsprechend ist auch die Gewinne wird auch groß, ja, sein. Also sag mal so, unter Ihrem Namen war das Ganze automatisch gewesen. Und Sie haben jetzt, ja, ein gewisses, unter Ihrem Namen wurde es unter Ihrem Namen, sag mal, ein solidarisches, ja, Summe, Vermögen aufgebaut. Das ist momentan alles in digitale Vermögenswerte konvertiert und Sie definieren jetzt jederzeit die Vermögenswerte, sag mal, Wertpapiere, aber digitale namens Bitcoins und das Geld wandeln und das Geld ist auch berechtigt. Deklariert, das werden wir auch von unserer Seite alles dokumentieren, nach Deutschland transferieren. Herr Zwegert. So ist es. Habe ich schon gesagt, wo es kommt. Na, aber ich habe ja noch aber nie was eingezahlt, wo soll denn das Geld herkommen? Aber der Unternehmer hat für Sie einbezahlt. Verstehen Sie? Also Sie haben ein Handelskonto aktiviert, Unternehmer, ja, hat jetzt für Sie eine kleine Summe einbezahlt unter Ihrem Namen. Eine kleine Summe wurde jetzt auch, ja, also unter Ihrem Namen das Konto aktiviert. Und jetzt haben Sie, ja, bis 3 Stück Bitcoins unter Ihrem Namen.
So, genau gesagt, lassen Sie mich jetzt in Blockchain. Blockchain ist ein dezentrales öffentliches Geschäftsbuch, wo es alles chronologisch aufgezeichnet, sicher öffentlich gemacht. Also da liegt es unter dem Namen sicher 3 Stück Bitcoins, das werden wir auch Ihnen mitteilen per E-Mail. Und jetzt momentan, jetzt, in diesem Augenblick, 3 Stück Bitcoins kostet 103.403 € und 63 Cent noch. Ja. Jetzt gleich. Und was soll ich da jetzt machen? Ich meine, fast verkaufen Sie 3 Stück. Ich meine, Sie sagen, ich kann mit Bitcoins nichts anfangen. Ja. Schon verstehen. Ja, Sie wünschen, das Bitcoins jetzt zu verkaufen. Sag mal jetzt verkaufen, Euros kaufen. Ja, umwandeln, umtauschen, um Euro. Ja. Sie können jederzeit Bitcoins um Euro wandeln, umtauschen und das Geld nach Deutschland transferieren. Ja. Ja. Okay. Schauen Sie, nur es gibt ein kleines Problem, Herr Zweget. Heute habe ich Ihnen angerufen, damit ich es einfach uns jetzt miteinander kennenlernen, ja. Also wo ich mich jetzt persönlich vorstellen konnte und auch Ihnen das Wichtige um Ihrem Handelskonto mitteilen. Bitte ich ihn darum, dass bis morgen das Ganze verschieben. Ja, ich muss auch von meiner Seite das Ganze auch dokumentieren und Sie bekommen das alles per E-Mail zuerst und dann wir werden ein bestimmtes Termin vereinbaren. Ja, an dem Tag, ja, an dem Tag, passende Uhrzeit, auch für Sie, Lauf des Tages. Ja, und wir werden das auch gemeinsam, ja, das Ganze, ja, sagen wir, Auszahlungsprozess durchzuschatten, ja. Was machen Sie morgen? Wann kann ich Sie morgen anrufen, Herr Zweget? Wann? An welcher Uhrzeit? Ab 16 Uhr. Ab 16 Uhr? Ja. Ab 16 Uhr. Moment bitte, darf ich meinen Terminkalender nachschauen? Also morgen, 14. November, ab 16 Uhr. So, 10.15 Uhr, ist das okay? Ja. Mach mal so. Darf ich 16.15 Uhr den Termin markieren? Schauen Sie, Herr Zweget, 16.15 Uhr werde ich, ja, sag mal, versuche ich beim Messen pünktlich zu sein. Halte bitte auf den Termin auf, ja, seien Sie erreichbar. Von mir sei es, wie das zuerst ist, im Computer, vor dem Rechner zu sein, online zu sein, nutzig. Und schau mal, wer will sich denn eine Einkommensquelle? Ja, also ich meine, damit für Sie jetzt, ja, das Geld wird das Einkommen als Umsatz. Aus dem Kryptobörse, ja, ausbezahlt ist. Also ja. Es soll alles online stattfindet, ja, deswegen brauchen wir jetzt auch online zu sein. Computer, online Zugriff, Zugang, ja, und dafür auch, wir reden von mir, sei es dementsprechende Verbindungsprogramme gebraucht, wie Enidis Teamviva und Online-Banking. Also das über den ganzen, wir werden auch morgen sprechen, ja. Das war jetzt heute, ja, heutzutage, ja, dieses Mal alles von meiner Seite. Haben Sie noch Fragen, bitte? Ja, also, warum mir da einer Geld schenkt, das verstehe ich nicht. Niemand schenkt Ihnen das Geld, nur es ist Kryptobörse, ja, mein Lieber. Auf der Kryptobörse, ja, kann man so leicht, ja, Geld verdienen, ja. Also, Hauptsache, man hat ein Trading-Konto aktiviert und da gibt es schon, ja, bestimmte so fahren, unter dem wird das Prozess geführt, ja. Man muss nicht unbedingt etwas einzahlen, ja. Unternehmer zahlt selbst ein, weil, ja, ich meine, unter dem Gewinne aus, Unternehmer, ja, profitiert was auch, jeder hat seine Interesse, ich meine, Sie haben 3 Stück Bitcoins, ich meine, Ihr Vermögen ist mit 3 Stück Bitcoins zusammengefasst, der Unternehmer hat auch jetzt wenigstens, ja, sag mal, 10.000 bis 20.000 auch, ja, erwirtschaftet. Also deswegen, vielen Dank. Nur leider, wir müssen das gar nicht, die ganze Sache beenden, weil Sie haben keinen Kontrakt, womit durften Sie eigentlich langfristig, am langfristigen Ebene, ja, im Prozess bleiben. Deswegen, wir müssen das Ganze abschließen, den Betrag auszahlen und demnach natürlich, Sie dürfen auch mit uns als weitere Kontraktverträge und mit uns auch zusammen, dann es gibt jetzt verschiedene Arten Kontos, womit können Sie auch zum Beispiel mit Ihrem Summe schon ein VIP-Konto aktivieren und mit uns zusammen dann auch, sagen wir, langfristige Ebene
Ja, etwas Geld investieren. Also darüber hinaus, wir werden auch jetzt nach der Auszahlung sprechen. Sie bekommen eine kostenlose Beratung, Informationen, ausführlich, alles. Und Sie bekommen auch einen Berater, falls Sie auch Interesse haben, aber es nach dem Auszahlung. Ja? Wir müssen das alles auszahlen, abschließend auflösen. Die personalgegebene Datei ist auch, jetzt, ja, sagen wir mal, löschen. Und erst danach, Sie dürfen ein, ja, also falls äußern Sie Interesse weiter irgendwie in Online-Bereich, im Kryptobörse tätig zu sein, das investieren, dann bekommen Sie auch von unserer Seite auch gute Projekte zu präsentieren. Okay, morgen abgemacht, 16.15 Uhr. Gibt es noch irgendwelche Fragen, Herr Zwegert? Ja, nee, dann ist alles gut, dann bis morgen. So, ich heiße Nikolas. Nikolas Weise, hat mich gefreut, wirklich unterhalten. Und freut mich auch fürs Termin für morgen. Herr Zwegel, morgen, bis morgen. Schönen Tag noch. Wiederhören. Tschüss, alles gut. Ciao. Bis morgen. Danke. Ciao. Ja, hallo. Guten Tag, Herr Trophobie. Hallo. Guten Tag, Herr Trophobie. Mein Name ist Max Andersson und ich bin Ihr persönlicher Content Manager von der Handlungsfirma Immediate Age. Also, Herr Trophobie, wie ich im System sehe, Sie haben sich als Investor auf unserer Plattform sich angemeldet und Sie haben noch nicht Ihre Handelskonto aktiviert. Ja, das ging nicht weiter auf der Webseite, da war ein weißer Bildschirm. Und wie weit sind Sie auf der Website? Wie weit sind Sie? Wo haben Sie genau sich angemeldet? Können Sie mir das kurz Erklärung geben? Das habe ich in der Werbung gefunden und da habe ich mich angemeldet und dann kam ein weißer Bildschirm. Unter dem Immediate Age, oder? Nee. Wo genau? Na, eine Werbung habe ich doch gesagt und da kam dann ein weißer Bildschirm und dann ging es nicht weiter. Also, überprüfen Sie bitte Ihren Posteingang. Was für ein Ding? Überprüfen Sie bitte Ihren Posteingang, ob Sie neue Nachrichten bekommen. Inwiefern? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Überprüfen Sie bitte Ihre Posteingang, ob Sie neue Nachricht von der Crypto-VIP bekommen oder ist noch nicht. Ach, ich soll in meine E-Mail-Postfach soll ich mal reingucken. Das genau, meinen Sie. Genau. Sehr schön. Dann gucke ich da mal. So. Nee, ist nichts da. Ist gar nicht da. Nee, ist nichts angekommen. Alles in Ordnung. Jetzt, ich sende Sie nochmal. Eine E-Mail? Genau. Ja. Nachricht. Eine Nachricht. Ja, genau, eine Nachricht. Ja. Da soll schon, die Nachricht ist schon unterwegs. Die soll schon da sein. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Eingang. Entweder Spambox. Also soll ich nochmal in mein E-Mail-Postfach reingucken? Genau. Kann ich machen, ja. Überprüfe ich da nochmal rein. Und nee, ist aber nichts da. Was schreiben Sie denn da für eine E-Mail? Weil da steht ja nichts drin. Hallo? Ich höre Sie nicht. Hallo? Lieber Herr. Hallo, ich höre Sie nicht. Ah, ich bin auf der Linie, ganz kurz. Ja. Also überprüfen Sie bitte Ihren Posteingang und wie lautet Ihre E-Mail-Adresse? klaus.trophobie@mdccfun.de Ist das? klaus.trophobie@mdccfun.de Das ist meine E-Mail-Adresse. Ja. mdccfun, okay. Also normalerweise die Nachricht ist schon unterwegs. Überprüfen Sie bitte Ihre Spambox. Das kann sein, der ist schon auf Ihrem Spambox.
Da ist auch nichts drin. Da ist auch nicht drin? Nee. Dann ich gebe sie ich einfach, ich diktiere sie, wie lautet unsere Website. Damit also, Sie sich dort anmelden können. Also geben Sie bitte mal ein, dreimal W, Walter, Punkt. Also Walter, Punkt. Ludwig, L wie Ludwig. E wie Emil. Ein E wie Emil. A wie Arnold. A wie Arnold. Ja, habe ich geschrieben. Dann R wie Rudolf. Ja. Danach geht N wie Nathalie. Rudolf. Danach geht S wie Siegfried. Wie Nathalie. So, was war nach Nathalie? Siegfried, S wie Siegfried. S wie Siegfried. Sie sollen einfach die Buchstaben aufschreiben. Brauchen Sie nicht komplett Namen zum Schreiben. Danach also geht T wie Theodor. Schreiben Sie einfach T. Also was jetzt? T wie Theodor zum Beispiel. Also nochmal T wie Theodor reinschreiben. Nein, danach nach dem Siegfried geht T wie Theodor. Danach geht A wie also Anton. Moment, nicht so schnell. T wie A. Theodor. Habe ich, A ja. A wie Anton. A wie Anton. Danach T wie Theodor. T wie Theodor. Theo. Einfach Theo. Ja, genau. Ja, danach geht I wie Ida. Ein I wie Ida, habe ich ja. Danach O wie Otto. O wie Otto. Habe ich reingeschrieben, ja. N wie Norbert. N wie Norbert. Danach Punkt. Punkt. Und dann? Danach C wie Celina oder Cäsar. C wie ein Z. Also Zeppelin. Nein, nicht ein Cent. Nein. Nicht Zeppelin, sondern Cäsar oder Celina. Dritter Buchstabe in der Alphabet. Na, Sie müssen doch schon genau sagen, was ich da reinschreiben soll, sonst komme ich auf der falschen Seite raus. C, Celina, Cäsar. C wie Celina, C. Oder Cäsar. Ja. Habe ich, ja. Und danach O wie Otto. O wie Otto, ja. Und das war's. So, die Seite konnte nicht gefunden werden. Die Adresse existiert nicht. Aber was steht danach? Wie haben Sie das aufgegeben? Na, so wie Sie mir das gesagt haben. Können Sie mir das nochmal wiederholen? Na, die ganz lange Adresse. Können Sie mir das nochmal wiederholen? Wilhelm, Punkt. Danach? Und dann die ganze Seite, alles, was Sie mir gesagt haben. Genau, können Sie mir das nochmal wiederholen oder durchlesen, wie das jetzt aussieht? Nee, das ist ja gar viel zu lang und alles hintereinander weggeschrieben. Also, alles gut. Dann, Herr Trophobie, wenn ich fragen darf, was machen Sie beruflich? Beruflich? Bin ich Pizzabote. Ja. Pizzabrote. Bote. Sind Sie zufrieden mit Ihrem Arbeit? Ja, schmeckt gut. Okay. Sehr schön. Was bekommen Sie monatlich? Wie, was ich monatlich bekomme? Lohne, was bekommen Sie netto zum Beispiel? Jedes Ach, Sie Mal. Meinen, an Geld, ja, da bekomme ja, ich Einkommen. Ungefähr 1500 Euro ausgezahlt. Mit dem YouTube, was bekommen Sie mit dem YouTube zum Beispiel? Was für YouTube? Mit Ihrem Channel zum Beispiel. Welcher Channel? Channel. Was denn für ein Channel? Trophobie. Ja, genau, mit Ihrem Channel. Na, was denn für ein Channel? Da müssen Sie ganze Worte sprechen. Ich weiß nicht, was Sie oh, meinen. Oh, ich weiß auch genau nicht, aber ich weiß genau, dass Sie einen Channel haben, auf jeden Fall, in YouTube. Wie meinen Sie das? Früher waren Sie irgendwo im Twitch vielleicht.
danach dann Mette Twitch gekauft hat. Danach, der Twitch ist nicht so aktuell, wie früher war. Da und danach alle aus. Sind nach YouTube umgezogen. Fettrophobie? Weiß ich nicht, was das damit zu tun hat. So, was muss ich denn jetzt hier machen, weil ich kriege ihre Seite nicht auf. Ja klar, Sie können es nochmal wiederholen, wie das aussieht, die Adresse, was Sie eingegeben haben. Ne, die ging ja nicht, die habe ich ja jetzt weggemacht. Alles gut. Dann, Sie können es nochmal aufschreiben, LearnStation, learnstation.co. Was? Ludwig, Elena, Anton, Rudolf, Nathalie, Siegfried, Theodor, Anton, Theodor, Ida, Olga, Norbert. Zu schnell. Ja, das heißt LearnStation. Sie können es ja auch ganz normal aufschreiben. Sie haben irgendwo auf dem Blatt aufgeschrieben, Ihren Daten. Zum Beispiel, was Sie benötigen. Die Adresse von der Webseiten. Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Sie haben schon mal aufgeschrieben, die ganze lange Adresse von der Website. Ja, da ging ja nicht. Da war ja irgendwas nein, falsch. Nein, Sie haben das auf Blatt aufgeschrieben. Was habe ich das gesehen? Nee, im Internetbrowser. Haben Sie das im Internetbrowser geschrieben? Sehr schön. Sehr aber schön. Die ging nicht, die Seite. Ja, klar. Die Adresse war falsch. Normalerweise, da war nicht falsch. Da war funktioniert normalerweise alles. Picobello, so sagt man. Aber wir haben das verstanden. Wir sprechen mit einem YouTuber, der heißt Klaustrophobie. Die waren mit schon vor 2 Wochen. Sie haben sich schon mal angemeldet. Vor 2 Wochen. Sie haben oder? Schon mal sich angemeldet und wir haben schon mal darüber gesprochen mit Sie. Nee, ich kenne Sie ja gar nicht. Sie haben nicht. Als Ihre Stimme nicht gern das. Ich kenne Sie ja gar nicht. Wir haben schon mal gesprochen, Herr Phobie. Trophobie. Woher denn? Wann denn? Sie haben sich genau vor 2 Wochen sich angemeldet auf unserer Plattform. Nee, da kann ich mich nicht dran erinnern. So war, genau so war das. Wir haben schon mal gesprochen. Da kann ich Sie haben mir damals gesagt, Sie haben mir damals gesagt, dass Sie einen YouTube-Channel haben. Und Sie machen so, wie sagt man das, wie nennt man auf Englisch? Pranker. Sind Sie ein YouTube-Pranker, oder? Nee. Sie machen ein Video für YouTube. Ich glaube, wir sind jetzt immer noch. Wir sind, wie bitte? Ich bin Pizzabote. Okay, und sind Sie ein Profi auf Ihre Arbeit auf jeden Fall? Ich glaube das. Und Pizzabrote? Bote. Sie machen Pizza, oder? Sie kochen Pizza. Sie braten nee. Pizza, oder? Was nee. Machen Sie dann mit dem Pizza? Ausliefern. Ausliefern? Ja. Bringen die den privat oder für Lieferando? Nee. Also, Heterophobie. Ich kenne mich so gut, dass wir vor 2 Wochen geredet haben. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Sie waren das genauso. Also, Heterophobie. Klaustrophobie. Überprüfen Sie bitte nochmal Ihre Posteingang, ob da eine Nachricht befinden Sie. Von Kai Wieber. Als Betreff steht Klaustrophobie. Moment, ich mach das nochmal zu. Und nochmal auf. Und dann logge ich mich nochmal ein. Also, Heterophobie. Ich habe keine Zeit dafür. So, da ist was ich angekommen von Kai Weber, Kontomanager. Kai Weber was? At CryptoVIP.com. Ja, genau. Was sehen so. Sie jetzt auf Ihrem Nachrichten? Sehr geehrter Herr Trophobin, da ist aber was falsch, weil da ist ein N hinter. Und dann steht da, willkommen, anbei erhalten Sie einen Link für Ihre Anfrage zum erfolgreichen Umsetzung Ihres Startkapitals. Das ist grammatikalisch, macht das nicht so richtig Sinn. Zum Beispiel? Anbei,
Na, anbei erhalten Sie einen Link für Ihre Anfrage zur erfolgreichen Umsetzung Ihres Startkapitals. Das verstehe ich nicht. Was meinen Sie denn mit Umsetzung? Was stellen Sie mit der Umsetzung? Ja, das verstehe ich ja nicht. Das ist ja das Problem. Das passt da nicht. Haben Sie die Schule verpasst? Was hat denn das damit zu tun? Das Wort gehört da nicht rein. Das ist grammatikalisch falsch. Kann sein. Das ergibt so keinen Sinn, dass die Rechtschreibung falsch. Zum Beispiel, so, wie kann man das ändern? Wie das wäre gut von Ihren Seiten, mit Ihren Methoden zum Beispiel? Nur der Satz ergibt ja so keinen Sinn. Damit weiß ich ja nicht, was Sie mir mit dem Satz sagen möchten. Klicken Sie einfach auf den Link. Ach ja, da drunter auf den Link lernstation.co. So eine braune Seite. Nun, was schön, oder? Also, da gibt es eine Taste, Sie sollen die Sprache ändern, genau, was Sie möchten. Dann los geht's. Ja, nur Deutsch und Englisch. So, was muss ich da jetzt machen? Ob Ihre Paket ausfüllen zuerst mal. Welches Paket? Da steht eine graue Taste, wählen Sie Ihre Paket. Ach, da muss ich draufklicken. Jetzt habe ich so eine Seite, wo Pakete steht. Anfänger, Junior, Avanced, dann mittleres Niveau, dann Pro, Trader und Elite. Also, wählen Sie bitte aus Ihre Paket. Was klickt man da so an, wenn man da noch keine Ahnung von hat? Sie bekommen Ahnungen von denen. Genau, wie kann man weiter mit dem... mit den Informationen auf dem Finanzmarkt weiterhandeln. Und wie kann man Millionären werden? Zum Beispiel, wie kann man Millionären werden mit 250 Euro? So lernt man auf unserer Plattform. Also muss ich das erste Paket anklicken? Genau. Ja, das lädt jetzt so. Und jetzt kommt hier was mit... Kasse. Wunderbar. Füllen Sie bitte jetzt alles auf. So, alles, dann, was Sie sehen. Ja, schreibe ich da. Klaus und also, Herr Trophobie, was für eine Zahlungsmethoden haben Sie dann? Haben Sie Kreditkarte? Nee, sowas habe ich nicht. Was haben Sie dann? Ein ganz normales Konto, ich kann Ihnen das überweisen. So. Leider hier gibt es keine solche Möglichkeiten. Sie sollen dafür eine aktuelle Bankkonto haben mit dem Online-Banking. Nee, Online-Banking benutze ich nicht. Das ist mir zu unsicher. Leider, dass unser Gespräch bringt keinen Sinn, weil, wie gesagt, auf unserer Plattform man kann anmelden mit nur Online-Banking. Auf Ihrem Fall, Sie haben kein Online-Banking. Sie haben gar kein Konto dafür. Wenn Sie dafür eine aktuelle Konto haben, Sie geben nicht, weil Sie nutzen mit Ihrem Alias-Daten, Alias-Namen. Was sehen wir jetzt gerade auf unserem System? Sie sind Herr Klaustrophobie. Das gibt's keinen solchen Mensch. Sie sind eine Lüge. Wie kommen Sie darauf? Wie gesagt, weil gibt's keine solche Leute. Wir haben schon mal geguckt an Ihre Daten. Das, ja, aber das ist ja mein Name. Wie können Sie das überprüfen? Zum Beispiel mit Ihrem Ausweis. Können Sie das abfotografieren und weitersenden? Na, den Ausweis fotografiert man ja nicht ab. Sowas macht man nicht. Wer hat das so gesagt? Wir bekommen jedes Mal die Ausweisfoto von unserem Kunden. Nee, das ist ja gesetzlich sogar verboten, Ausweisdokumente abzulichten. Das steht ja dabei, wenn man die bekommt, dass man das nicht ablichten darf. Das geht von Entscheidung, das geht von freiwilligen Seiten. Sind Sie ein Besitzer von Ihrem Ausweis oder der Stadt? Nee, der Ausweis gehört immer dem Staat. Und sind Sie auch dann? Was?
sind sie auch ein Teil von Staat. Das bedeutet, sie gehören auch für Staat. Sie sind kein freier Mensch, oder? Wie meinen Sie das? Sie haben ja gesagt, dass Ihre Ausweis gehört für Staat. Dann was gehört der für Ausweis, Sie? Der Ausweis, da steht ja drauf, dass dieses dann, Dokument, das gehört an aber mir nicht. Das steht ja drauf. Dieser Zeitraum, wann Sie diesen Ausweis behalten, zurzeit in diesem Zeitraum, das Ausweis gehört für Sie und Sie sind verantwortlich für Ihren Ausweis. Zum Beispiel, Sie könnten nicht das verloren und irgendwo wieder zum Rad rausgehen und sagen, also geben Sie mir wieder meinen Ausweis, ich habe meinen Ausweis verloren. Sie sind verantwortlich für meinen Ausweis. Sie dürfen das nicht machen normalerweise. Wenn Sie irgendwie Ihren Ausweis verloren, dann Sie gehen zum Rad raus, Sie stellen nochmal den Antrag, Sie bezahlen die Schulden, was Sie zahlen sollen, zahlen müssen für Ihren Ausweis und danach Sie bekommen einen neuen Ausweis. Danach, in diesem Zeitraum, wann die Stadt machen für Sie einen neuen Ausweis, in diesem Zeitraum, das Ausweis gehört für Stadt, nicht für Sie. Und danach, in jeder Zeit, wenn Sie anbei Ihren Ausweis haben, das Ausweis gehört für Sie und Sie sind, nur Sie sind verantwortlich für Ihren Ausweis. Na, aber auf dem Ausweis steht aber drauf, dass es also Eigentum der, des also, Staates ist. Also, also klären Sie bitte Ihre Daten normal deutlich an, bevor Sie irgendwelche Investitionen möchten will. Ja, na, ich will ja danach, das überweisen. Dann, Sie könnten gerne das machen. Sie haben schon die Informationen bekommen, Sie könnten durch alles auf dem Website, durch alles, was Sie benötigen, durchlesen. Ja. Aber wo sind denn die normalen Bankdaten, dass man das überweisen kann? Leider, wir haben das nicht. Wieso nicht? So ist es. 2023. Jede Person, egal auf dem Deutschland oder auf der Welt, jetzt hat Zugriff an seinem privaten Online-Banking. Ja, aber in ich dem will Fall, kein Online-Banking. Das ist mir zu unsicher. Haben Sie sich mal da die AGBs durchgelesen? Da wird es einem ja gruselig, wenn man sich die AGBs von Online-Banking anguckt. Leider, Herr Trofob, ich habe nicht so genügend Zeit zum etwas zum dafür lesen und wie gesagt, wenn Sie Zeit genug Sie haben, Sie können sich nochmal melden nach der Zeit, wann Sie Zeit haben. Also ich leider, ich muss verstehen, unser Gespräch. Also, dann gut. Ich rufe Sie noch dann eine Stunde nochmal an. Einen schönen Tag noch. Also und, machen wir dann nachher weiter. Wie bitte? Dann machen wir nachher mit dem Einzahlen weiter. Ja. Oder was Sie können Sie Ihrem Online-Banking vorbereiten und Ihrem YouTube ausschalten, dann können wir weiterreden. Ich weiß immer nicht, was Sie meinen. Sie reden so in Rätseln. Nein, ich rede ganz normal. Ich meinte, schalten Sie aus Ihre YouTube und dann bereiten Sie Ihre Daten vor, Online-Banking zum Beispiel oder Kreditkarte und dann können wir weiterreden. Na, ich habe ja gar kein YouTube an. Heterophobie. Ja. Oder wie heißen Sie noch? Keine Ahnung. Na, mein Name, den kennen Sie doch. Callcenter Fun gehört für Sie, ich weiß das schon. Dann, das kenne ich nicht. Ich rufe Sie nach 1 Stunde nochmal an. Einen schönen Tag noch. Aber das verstehe ich nicht so richtig. Hallo? Hallo? Ich muss weiter mit normalen Kunden reden, nicht mit dem YouTuber. Also einen schönen Tag noch. Ich verstehe aber nicht, warum Sie dann angerufen haben, wenn Sie keine Zeit haben. Das ist komisch. Ich möchte einfach genau wissen, ob mit wem spreche ich. Na, und ich bin ganz Klaus 1000%. Ja, ich bin für 1000% sicher, das ist ein YouTuber. Und in dem Fall, ich möchte gar nicht machen, weiter einfach nicht. Ich habe keinen Bock. Wie kommen Sie denn auf so einen Blödsinn? Oh, das habe ich gewartet. Also, Trophobie. Also, lass dich fertig. Mach mir das fertig einfach. Ich habe keine Zeit dafür. Aber dann, ich verstehe nicht, warum Sie jetzt so unverschämt sind. Oh, für mich ist es egal. Also, Herr Trophobie, ändern Sie bitte Ihren Namen. Ihr Name klingt so komisch aus. Also. Sind Sie doof? Was soll denn das?
Vielleicht Sie sind doof oder haben Sie einen Vogel im Kopf, sondern mehrere Vögel im Kopf. Das glaube ich ja, ist ja scheinbar bei Ihnen der Fall. Sie sind ja unhöflich, Sie Röpel. Sie waren so. Ich bin einfach so genau gleiche wie genau Sie mit mir. Nee, ich bin nicht. Wenn ja Sie nett reden, zu ich rede genauso. Also, ich hätte sofort einen schönen Tag nach. Aber Sie sind ja die ganze Zeit nicht so nett. Sie sind ja unhöflich und. Das war's leider schon von unserem Hörspiel Kakerlakenparty. In der nächsten Woche geht's direkt weiter. Wenn du magst, dann drück doch gerne noch den Abonnieren-Button und den Daumen nach oben sowie die Glocke. Dann verpasst du auch in Zukunft keine weiteren Videos mehr. Du siehst jetzt hier noch eine Playlist mit weiteren Videos. Schau auch hier gerne mal vorbei. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. We'll be right back.